Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ah, der Wehofen ist wieder da. Oh, frisch aus dem Bett aufgestanden. Heute am Samstag um, was haben wir jetzt? Oh, 9 Uhr oder so? Boah. Ja, erstmal wach werden muss ich. Was haben wir denn? Ich würde sagen, ich bin aufgestanden, unser Pfarrer pennt. Wir haben zwar noch 3 Stunden, 6 Minuten, aber ihr wisst ja, ich versuche mir so einen Vorrat von 16 Stunden anzueignen. So. Noch einmal. Oh. Letzte Aufnahme beim 22.01. Heute ist der 31. glaube ich. 5 Wochen sind jetzt sogar schon rum. Joi. Man glaubt's kaum. So. Und dann würde ich sagen, wir closen und machen weiter, ne? So, jetzt können wir 16 Stunden fahren. Es ist dunkel, ich sehe nichts. Ach, da stehen Auflieger. Sehr schön, mal gucken. Wo will der denn hin? Reno. Also noch nicht mit der Karre hier. Auch wenn mich hier das reizt mit den 15.000. Was haben wir noch? Oha, 25? Wohin nach Reno? Nein. Der Häuptling hat gesprochen. Wir fahren jetzt raus und gucken mal nach, was die andere Firma zu bieten hat. Wo sind wir hier? Bei Capone, glaube ich, ne? Oi. Randale, oh. Boah, ich muss nochmal wach werden. Während der jetzt schon wach ist, bin ich jetzt derjenige, der gleich wieder einschläft. Ach, unglaublich. Und wir sollten gucken, dass wir... Ah, ihr seht schon, ich bin am Pennen. Road closed. Fahren Sie jetzt nicht weiter. Oh, ich brauche eine Tankstelle. Ich brauche dringend eine Tankstelle. Service. Da ist gerade... Wunderbar, wir fahren mal hier rein. Hahaha. Jungs, ich brauche eine Tankstelle. Kein Herzschrittmacher. Wie ein Heartbreaker? Na, okay. Tankstelle? 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 Okay, wir müssen außerhalb von Las Vegas. Nee, das ist ein Truck. Dingsbums, hier ist gesperrt. Wie wär's mit einer... Das ist eine Waage. Wo ist hier eine Tankstelle? Tankstelle? Das ist Guard One. Tankstelle? Ja, heute auf der Suche nach der Tankstelle. Hier sind zwar Serviceteile. Kann doch nicht sein, dass die nächste Tankstelle in Los Angeles ist. Oder in Phoenix. Oh Gott, okay. Tankstelle? Hat er mich jetzt überholt? Tankstelle? Na, die haben wir auch schon, ne? Ja. Da steht auch groß und breit Truck Service dran. Aber nur... Joe's Garage hat aber keine Tankstelle. Scheiße. Oh, Repair 7000. Ja. Updrehts haben wir alle. Tankstelle? Ich will jetzt nicht schon wieder die gelben Engel rufen. Die ziehen mir wieder 2000 Euro, Dollar ab. Okay, wir müssen zurück nach Phoenix und nach Las Vegas fahren. Tankstelle?
Okay, der Spruch, der wird alt, okay. Ui. Na gut, dann gucken wir mal, dass wir jetzt noch irgendwas mitnehmen. Wir müssen ja eh rausfahren wegen Tankstelle. Und wenn wir jetzt nichts finden, dann fahren wir so raus. Tankstelle? Nein. Scheiße, die vier haben nicht auf Innenhof auch eine Tankstelle haben, einige. Das habe ich gesagt. Es beamt sich weg, Phoenix. Phoenix, für 11.000 Cola. 16.000. Nee, komm. Nehmen wir gleich den erstbesten. Ja. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich würde den nicht mit Außenspiegel fahren, aber erstmal ziehen wir das Ding mit dem Traktorstrahl ran. So, und jetzt fahren wir. Ja, ich bin gerade am Pennen. So. 5 Stunden sollten wir schaffen. Ja, der Big Trucker himself, okay. Sag mir, wie ich nach Phoenix komme. wir fahren geradeaus. Ich will nicht über die zwei fahren. Aber wir müssen wirklich nach Phoenix fahren, um zu tanken. Ich hoffe, die 3 Striche reichen. Ich habe das in der letzten Aufnahme nicht gemerkt, wie lange die jetzt gehen. Lange die jetzt gehen, wie lange der Tank hält. Oh, jetzt kommen die ja wieder im Doppelpack an. Ah, Hilfe. Ja, ich weiß, ich habe eine Ladung hinten drauf. Links, rechts, Moment. So, natürlich habe ich hier die falsche Abfahrt erwischt. Boah. Und wetten? Jetzt haben wir eine Tankstelle. Madame Butterfly makes you high. 10 Kilo oder 2, das ist kaputt. Dann müssen wir jetzt hier rum. Da. Wenn einer fragt, was es ist, das ist es im Bereich von ERV. Ich summe gerade. Ja, am besten summen. So, schade, wenn sie keinen Warnblinker haben, dann könnte ich jetzt hier Warnblinker machen und der Verkehr wird jetzt hinter uns stehen bleiben oder auch neben uns. Bei 18 Wheels of Steel Howling geht das. Okay, ich habe jetzt natürlich die falsche Straße erwischt, so wie es aussieht. Aber wie gesagt, ich muss es wach werden. Ein Gründel am Morgen bringt Kummer und Sorgen, ne? Wow! Herr Fokus, blinken Sie doch mal. Uiuiuiui. San Francisco. Na, da fahren wir jetzt nicht hin. 4 Stunden 21. Ja, aktuell auf noch von Meeting with the Seal. So, mal gucken, dass wir jetzt ein bisschen wieder anfangen zu schwafeln. Ja. Also wie gesagt, der Planer sind keine neuen Aufnahmen, die ihr jetzt so klickerweise sehen werdet. Das ist alles noch aufnahmetechnisch Juni 2013. Ich glaube, da habe ich jetzt noch, was ich jetzt machen werde, da ich ja den lieben SOP-Helmet, wie gesagt, künstlich lauter machen muss, da er leise reingekommen ist, obwohl bei Testaufnahmen er super astrein zu verstehen war. Entschuldigung, ich habe hier keinen Mute-Knopf, wo ich sofort drücken kann, wie bei dem alten Turtle Beach-Headset. Ja. Und halt deswegen, weil ich ihn noch künstlich hochsetzen muss. Los Angeles, Las Vegas, wohin fahren wir denn? Was? Guck mal, wo mein GPS-Signal ist.
Und mein Blutdruckmessgerät geht wieder hoch. Ja. Wie gesagt, falls die den Joke nicht verstehen, die sollten sich mal Altwerksen in Must Exit angucken. Hätte ich jetzt fast gesagt, nein. die sollten sich ein ausgegucktes Schlitz mit Bert Wingles angucken. Was? Ist das ein Grafikfehler oder? Okay, ich habe jetzt gedacht, jetzt wäre hier plötzlich so eine Erhebung. Mach das nicht mit mir. Mach das nicht mit mir, alten Wehhofner, ey. Jetzt regnet es auch noch. Check HC-Zertifikat. Was haben wir ja schon? Your money, okay. Ach ja. Beziehungsweise den zweiten Teil von ausgekocktes Schlitzohr. Ein ausgekocktes Schlitz ist wieder auf Achse. Wartet mal eben. Jetzt muss ich gucken, dass ich mich nicht jetzt hier verfahre. Los Angeles. Ist richtig, aber ich würde gerne nach Phoenix fahren, Leute. Wo bin ich jetzt schon wieder falsch abgebogen? Oh Menno. Los Angeles ist doch völlig falsch. Super, letzte Aufnahme ist gut verlaufen und jetzt, alle Leute. Muss ich hier auch da raus? Oh Gott. Kommt, das lassen wir jetzt mal drauf ankommen. Also, ich habe jetzt keine Lust. Was hat er jetzt gesagt? Irgendwas mit 2 All Numbers oder so? Oh, Good Numbers? Keine Ahnung. Komm, geh mal aus, du Scheibenwischer. Du sollst nicht schneller, du sollst langsamer. Du sollst stehen bleiben. Okay, damit gehen die 4 Stunden wieder hin. Verdammt, wo sind wir falsch abgebogen? Altwerks, scheiß drauf, ich habe mich gerade gewogen. Okay, auch wenn jetzt die Papiere nach Richtung des Endless gehen, aber Gewicht ist Gewicht. Wo bin ich falsch abgewogen, Leute? Da stand doch gerade noch Phoenix. Oh, heißes Schild. Phoenix hier? Nee, ne? Ich habe ja gesagt, ich bin am Pennen. Oh Gott. Ja, ist ja schon gut. Und wie geht's euch so? Scheiße. Aber das ist der Wehhofner. Oh Mann. Das ist mein Markenzeichen in Edenwildum Stil. Oh shit. Naja. Was wollte ich gesagt haben? Ja, Planer, genau, da muss ich den guten SOP-Helm mit künstlich höher stellen, deswegen brauche ich pro Folge so an die 2 Stunden. Ich habe es gestern mal mitgemacht, mit aufgepasst, wie lange ich gebraucht habe. Da war ich dann so von 8 bis 10 dran, weil ich muss den guten, ich muss mir das ganze Jahr auch anhören. Und da wir ab und zu mal durcheinander quatschen, ist das ein bisschen, ja, ich weiß, die Zapfsäule blinkt. Ich muss das Ganze anhören, dann gucken, dass ich genau halt dann alles so gut abpasse. Oh, und das ist eine Fummelarbeit, die ich mir eigentlich verkneifen wollte. Ne, jetzt muss ich da durch. Und ich werde das aber so machen, ihr werdet schon gemerkt haben, dass ich wirklich dann immer pro Datei ach, also wenn 4 GB rum sind, wir haben damals mit Fröps aufgenommen und das hat dann immer in 4 GB Häppchen alles gemacht. Ich gehe dann so nicht in eine Datei. Wow, jetzt haben wir hier wirklich Slalom. Und
nehme die Datei halt zur Brust. Das sind dann unterschiedlich mal 20 Minuten, mal 14 Minuten, mal 13 Minuten. Und die nehme ich mir dann vor. So, und danach wird gerendert. Da bin ich auch nochmal mit einer Stunde dabei beim Rendersklaven, der jetzt eine neue Grafikkarte hat, ja. Der alte Spermelrechner, wie gesagt, die Leute, die WoW-Fanatec verfolgen, die kennen den Rechner. Und ich habe mir jetzt, wann war das? Donnerstag eine neue Grafikkarte gegönnt. Ja, okay, nur eine 34 Euro Grafikkarte mit 1 GB, ne, mit dem GeForce 210er Chip. Das schaffen wir nicht, scheiße. ich weiß, ich soll die S-Wörter nicht mehr benutzen. Aber ich bin noch halb am Pennen und da vergreife ich mich halt dran mit den Wörtern. Oh, nee. Ai. Oh. Und wie gesagt, irgendwann kommt die Facecam, die gefordert wurde. Joi. Phoenix. Ich fahre geradeaus nach Phoenix. Oh, auf der Suche nach Marco Polo. Was ist denn jetzt los? Hallo? Ey, du Sau! Wo kam der her? Fünf Prozent Damage, die Zeit läuft, es fängt an zu regnen. Ja, ich weine gerade innerlich. Und da oben der Himmel mit mir. No. Also, letztens habe ich mich so gefreut. Juhu, wir haben es geschafft. Und jetzt... Naja... Was war das jetzt? Habt ihr das auf der linken Seite gesehen? Und ich weiß, Marco Polo ist hier. Wir lernen aus Fehler vergangener Folgen. Und da ich einfach vorbeigepest bin. Scheiße, das kannst du knicken. Wir sind da. Hallo, ich bin da. So. Meine Fresse, nee. Boah, ich mach die Spiegel noch mal. Komm, jetzt geh, jetzt gib Kette. Hallo. Wir sind da. Hey, du siehst es, du. Herr Kommissionierer, wir sind da, ha. Die Fracht ist da. Leicht zerknittert, leicht verbeult, aber sie ist da. Ei. You met a new driver. Wie, was, wo, jetzt hier? Ich war noch gar nicht mal in der Kneipe drin. Detach. Okay, aber wir kriegen zumindest 9000. 900 Damage, okay. Immerhin, besser als nichts. Company Weighting not increased, das kennen wir ja von mir. So, jetzt wollen wir erstmal tanken. Oh. Naja, aber wie gesagt, was wäre... Ach, jetzt kannst du auch mal bremsen. Naja, das kennen wir ja. Was haben wir? 84.000. Fahren wir zum Rest-Area tanken. Da können wir gleich mal gucken, wie teuer der nächste Truck ist. Jetzt halten wir uns mal ein bisschen an die Geschwindigkeit und so weiter und so fort und so, ne? Ja, habe ich mich wieder verfahren. Ja, ich bin am Pennen, also. Entschuldigung. Und alt und senil, so Phoenix, Las Vegas und jetzt wieder, wir fahren einfach geradeaus, so. Aber die Gegend sieht wirklich verflucht, wie die Gegend aus, wo Airwolf gedreht wurde. Ich weiß jetzt nur nicht, wie die Gegend hier heißt. Monument Valley oder so ähnlich? Oder Death Valley? Ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt lassen wir mal den Türken raushängen. Nein, ich habe nichts gegen Türken, aber
Das wurde wirklich von einem Kollegen von mir, der ist Türke, so genannt. Oh, das ist auch schon Ewigkeiten her, keine Ahnung, 98, 99? Dann meinte er zu mir, lass doch jetzt einfach den Türken raushängen. Ich so, wie jetzt? Ja, dreh doch einfach hier. Ach ja, stimmt. Keine Tankstelle? Nur Rest Area? Doch, hier ist Gas. Warte mal, bevor wir Gas machen, gucken wir nach, wie teuer ist der Brava. Oh, hey, den können wir uns kaufen. Bessere Endgeschwindigkeit, mehr HP. Nein, ach so, ja, Pferdestärken, PS. Horsepower, sing's ja in Englisch, das Ding. Wie teuer zum Roadmaster, wie viel? Yo Money, oh Gott, oh, nee, dann müssen wir uns sparen. Ich würde sagen, wir kaufen uns den Brava. War eine schöne Zeit mit dem T-1000. Ja, kaufen wir uns den nochmal. Vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Benzin dabei. Was habe ich gesagt letztens? Alles wird repariert? Nee, nicht alles. Okay. 20, haben wir 20.000. Wir machen jetzt Folgendes. Wir... einmal voll tanken, bitte. Danke. Hä? 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 Refill kosten 0? Ist das jetzt ein Bug oder ein Feature? Repair kosten 0? Wartet mal eben. Ich gehe mal eben raus. Nochmal. Hä? Ja, hier ist empty. Full. Mach full. Fill in. Fill in and find out oder so ähnlich. Nein, doch nicht. Nicht so ein bisschen. Motel Service. Hallo? Okay. So, advanced. Wir kaufen uns die ganzen Upgrades wieder. Schade, dass man die aus dem alten Truck nicht mitnehmen kann. Wieso kann ich jetzt nicht tanken? Brr. Willkommen in der neuen Behausung. Alles in Rot gehalten hier. Rotlicht. Gucken wir uns den Kleinen doch mal an, wenn das geht. Hallo? Wie war doch mal das Außenbild? Ich möchte mir die Kleinen mal von vorne angucken. Da gibt es sicherlich auch noch Trick 17. Oh, so, wir halten nochmal an. Machen den Motor aus. Und es tut sich nichts. Motor aus. Seht ihr, was ich sehe? Der Truck ist repariert und jetzt ist alles aufgetankt. Und wir haben immer noch... Wie viel haben wir? Wir haben noch Geld. Wow. Okay. Okay, also... Ja, also irgendwie ist dieser Mietwagen am Backdoor... Ach, auch ein alter Hut. So, wir haben ein neues Auto. Neues TÜV. Wir fahren zurück nach Phoenix. Ist das Arizona hier? Ja, ne? Oh, nee, ich will nicht... Jetzt haben wir ein rotes Auto. Schade, dass man hier nicht die Farbe einstellen kann. Wie schnell fahren wir jetzt schon? 70? Eieiei, wir fliegen aber. 80, 90, Hilfe! Oh Gott. Aber dieselbe Hupe. Ich hätte gerne andere. Das hätten die auch noch hier einbauen können, dass man sich noch die Wagenfarbe des Autos aussuchen kann und... Ich drehe am Rad, am Lenkrad. Hallo. Hallo, Dolly. Wo bin ich jetzt stehen geblieben eigentlich? Hm. Ja, so ist der verwirrte Weg, wenn er unplanmäßig in die Aufnahme reingeht. Tja, wie gesagt, ich mache heute mal ein bisschen länger. Ich glaube, am Planer bin ich stehen geblieben, ne?
Jetzt wartet mal eben. Nein, ich möchte noch nicht nach Reno. Ich möchte erstmal nach L.A. Stand da gerade G.G. Abrams? Oder will ich noch Star Trek 2009 und Star Trek Into Darkness geschädigt? Da steht wirklich G.G. War nicht Abrams, okay. Ah, wo ist der denn geparkt? Hallo? Zumindest passt jetzt mal der Truck besser zu den... Komm, Traktorstrahl und... Ich speichere mal eben kurz. Nach L.A. G.G. Marula. Die Firma kenne ich noch gar nicht. Also ich glaube, jetzt komme ich langsam in Gefilden. Mu. Ach, Schwengel. Das ist noch... wo ich mit LSD aufgenommen habe, glaube ich. Oh Mann, ich müsste immer wieder anhauen, ob er mal wieder Zeit und Lust hat, um eine Fahrt mitzumachen. So, aber erstmal fahren wir nach L.A. L.A. Jetzt habe ich gegeben Lift. Na, ist ja als egal, komm. Cancel. Sag mal, wollte mich jetzt... Okay, also er scheint etwas flüssiger loszufahren. Doggy Bags. Apropos Doggy Bags. So. L.A. L.A. Twilight City. Die Twilight Zone. Nee. Aber da kommt man ja nicht hin. Na komm, wir fahren jetzt nach L.A. Oh ja, aber ihr seht schon, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber ich meine, der ist schneller. L.A., nicht Phoenix. Hallo? Ach ja, okay. Ja, doch, also, ja. Das Ding ist besser. Guckt mal, wir haben ja jetzt schon 40. Ui. Wir sollten aber die 55 jetzt gleich nicht überschreiten. Aber jetzt sind wir so in Gefilde gekommen, wo wir jetzt eigentlich... Ah, da steht er ja. Herzlichen Gruß am Blutdruckmessgerät. Oh. Oh, da haben wir ja Glück gehabt, dass wir gerade aus Phoenix raus sind. Also, wie ich das schon mit LST festgestellt habe und ihr auch schon mitgekriegt habt, die Dinger sind zufällig. Als ich damals ETM Wheels of Steel gespielt habe, sind mir die wohl nicht aufgefallen. Uiuiui. Jetzt höre ich gerade Tütata, aber ich glaube, dass Tütata kommt von draußen. Ach, hier ist auch eine Tankstelle. Hier ist auch eine Tankstelle. Stand hier nicht gerade All Trucks Must Exit oder habe ich mich jetzt erfahren? Naja. Nee. Okay, das war ich. Stimmt, die Scale, ach, die kommt ja erst mal. Okay. Ihr seht schon, ich bin immer noch verwirrt. Wow, aber der Brava hier, also das Bravo. Ach ja, stimmt, da war die Tanks, die Zapfsäule. Das ist mal ein Quatsch und nicht aufs Verkehr guckt. Ah ja, ist wie im richtigen Leben, ist mir aber auch schon mal passiert. Und dann musste ich mal nach Dortmund fahren und... Oh, wie bin ich da gefahren? Ich weiß nicht. 45 war ich da und dann musste ich zu den Rhein-Ruhr... nicht Rhein-Ruhr-Hallen, nein. Wie heißen die nochmal in Dortmund? Die Westfalenhallen, Dortmunder Westfalenhallen. War ich in Gedanken. Und da hätte ich dann die Abfahrt links rumnehmen müssen und habe dann aber dann die nach rechts genommen. Oder eher gesagt, die erste.
Und plötzlich bin ich in eine falsche Richtung gefahren. Das Ding da vorne sieht doch irgendwie komisch aus, so, also. Oder ich habe wieder so eine blühende Fantasie. Komm, mal gucken, ob der Bulle jetzt uns hier gleich rausfischt. 61. Nee. Das wäre jetzt gewesen, wenn die KI so intelligent wäre, uns jetzt rauszufinken. Geil, geil, geil. Aber die Gegend, die sieht wirklich verdammt aus. Die Gegend, wo Airwolf gedreht wurde. Also wie gesagt, habe immer das Gefühl, hier kommt gleich ein schwarzer Helikopter angeflogen. Altrax, ist es closed? Da steht closed. Ihr habt's gesehen, da steht closed. Och Leute. Aber der Truck gefällt mir. Huiuiui, ein neues Spielzeug für Wehofen, ne? Mensch! Schleich nicht so auf der linken Spur! Ja, was hupst du? Ich hup, weil ich durch muss. Heiß und fettig hinten. Was habe ich denn drauf? Ich habe Birnen! Ja. Bulbs, Balbs, to LA. Aber welche? Die Glühbirnen oder die richtigen Birnen? Oh, Leute. Der schleicht auf der linken Spur, wie im richtigen Leben. Ah, nein, jetzt. Okay, ich reg mich nicht auf. Ganz ruhig, mein Blutdruck ist in Ordnung. Ich mache überhaupt nichts. Alles in Ordnung. Aber ich wollte eigentlich was zum Planer noch erzählen, ne? Wo ich stehen geblieben? 2 Stunden Bearbeitung händisch. Gut, und dann kommt Render-Time. Ah ja, genau. Der Render-Sklave hat eine neue Grafikkarte spendiert bekommen. Hey, hier kommt ein Truck. Hast du keine Augen im Kopf? Oh, vielleicht sollte ich mir noch ein Blaulicht oben drauf setzen. Also rot sind wir jetzt wie die Feuerwehr. Wir fahren eilige Terminfracht. Ui. Ah, hier sind wir. Ui. Und genau, 34 € die Grafikkarte mit einem GeForce 210er Chipsatz. Ja, und sollte eigentlich ursprünglich in diesem Rechner rein, wo ich gerade dran sitze, am Multimedia-Rechner. Ja, wie gesagt, den Namen Multimedia-Rechner hat er, als ich selbst nicht war, wo ich den gekauft habe.